Hallo, Florian hier von The Creative Boss. Ja, lange ist es her, dass ich ein Tutorial auf YouTube gestellt habe. Das passiert, wenn der Computer den Geist aufgibt. Aber neues Jahr, neues Glück. Für 2014 haben wir uns recht viel vorgenommen. Ja, schauen wir mal, wie viel wir davon schaffen. Heute gibt es mal kein Tutorial, sondern ein Review. Und zwar möchte ich euch heute ein Programm vorstellen oder mehr ein Programmpaket. Ich möchte euch zeigen, was dieses Programmpaket kann. Was sind die positiven und negativen Aspekte? Für wen ist dieses Paket überhaupt etwas? Und dann am Schluss natürlich auch noch meine Bewertung. Heute geht es um das Multimedia Paket FreeStudio von DVD Video Soft. Ja, kurz zum Hersteller. DVD Video Soft ist ein Entwickler von Multimedia-Softwaren für Video, Audio, Foto und Bildbearbeitung. Alle Programme, die DVD Video Soft entwickelt, sind kostenlos, also Freewares. Bei solchen kostenlosen Programmen überlege ich mir dann jedes Mal eigentlich wieder, ja, wie können sich dann diese Entwickler überhaupt so eine Produktion von Programmen leisten? Im Fall von DVD Video Soft ist es so, wenn man ein Programm dieser Firma auf seinem Computer installiert, dann hat man nicht nur einen Download oder eine Installation für dieses Programm, das man downloaden will, sondern es öffnen sich mehrere Installationen von Drittanbietern. Die kann man aber einfach mit einem Klick ablehnen und sie belästigen einen nie wieder. Das Einzige, was es dann noch gibt, sind Links zu anderen Webseiten oder wie schon gesagt, diese Installationen der Drittanbieter, wie zum Beispiel für die Toolbar. Ja, so finanziert sich dieser Entwickler. Und ja, schauen wir uns mal an, was FreeStudio alles kann. Vom Entwickler wird FreeStudio als All-in-One-Paket für Multimedia-Anwendungen bezeichnet. Anscheinend soll man mit diesem großen Programmpaket Video- und Audiodateien bearbeiten, DVDs und Audio-CDs brennen, YouTube-Videos und Musik hochladen, etc. etc. Ja, FreeStudio ist für Windows 8, 7, Vista und sogar für XP. Ich glaube nicht, dass es auf Macs funktioniert, da bin ich mir aber nicht sicher, einfach mal ausprobieren. Ja, es ist, alle diese Programme, die in diesem Paket enthalten sind, kann man auch auf der Webseite des Herstellers einzeln herunterladen. Und FreeStudio beinhaltet 51 Programme. Diese 51 Programme werden hier bei FreeStudio in 8 Kategorien unterteilt. YouTube, MP3 und Audio, CD, DVD, BD, DVD und Video, Foto und Bilder, Mobiltelefone, Apple-Geräte und 3D-Anwendungen. Vorweg, ich kann euch gleich sagen, es gibt sehr viele Programme hier, die, naja, keinen großen Nutzen haben. Aber zu Beginn möchte ich euch mal meine Lieblingskategorie zeigen, und zwar ist das hier die Kategorie YouTube. Klicken wir mal drauf, haben wir hier schon 10 Gratisprogramme. Großteils dieser Programme, also 5 dieser Programme, sind Downloader. Das heißt, hier kann man beim Free YouTube Downloader beispielsweise Videos von YouTube herunterladen. Mein Lieblingsprogramm von diesem Hersteller ist Free YouTube to MP3. Das bedeutet, man downloadet sich nur die Audiodatei eines Videos von YouTube. Ich verwende natürlich diese MP3s nicht für kommerziellen Nutzen, sondern eigentlich nur, wenn ich sie privat verwende. Dafür ist eigentlich dieses Programm extrem gut. Ja, die anderen Programme, zum Beispiel hier Free YouTube to iPod, to iPhone, to DVD, ja, sind meiner Meinung nach ein wenig überflüssig, denn das beinhaltet eigentlich schon dieser Free YouTube Downloader. Hier gibt es dann auch noch 5 zusätzliche Anwendungen, zum Beispiel zum Uploaden von Videos auf YouTube, für Facebook oder Skype. Wie schon gesagt, es gibt hier einige Programme, die wirklich extrem sinnlos sind. Und das beste Beispiel befindet sich hier in der Kategorie MP3 und Audio.
das mit Abstand sinnloseste Programm hier, meiner Meinung nach, womöglich sagt jemand anderer was anderes, ist dieser Free Audio Dub. Dub, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Klicken wir mal auf das Programm, dann öffnet es sich. Ja, bekommen wir eine kleine Anleitung, wie das funktioniert. Ja, wie ich zum ersten Mal ein Programm hier geöffnet habe, war ich mal geschockt, weil dieser Manager, also dieses Free Studio Programmmanager, das was ihr hier hinten seht, hat eigentlich ein extrem schönes und elegantes Design. Also es ist wirklich schön designt, es gibt schöne Icons, gefällt mir sehr gut. Irgendwie erwartet man sich dann auch von einem Programm, dass es ähnlich ausschaut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es, meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass ein Programm auch, ja, schön ausschaut. Dass die Anwendung an, also dass man es leicht bedienen kann und dass es trotzdem schön ausschaut. Alle Programme von DVD Video Soft, ja, schauen nicht wirklich schön aus. Alle Programme sehen einfach so aus, in Grau, Weiß und Schwarz. Das war's. Mehr Farben gibt es hier in diesen Programmen nicht, egal welches Programm man öffnet. Aber jetzt wollen wir uns ja mal dieses Programm genauer anschauen. Was kann man denn machen? Es heißt ja, auf der Homepage Audio- und Videodateien bearbeiten. In diesem Fall sind wir in der Kategorie MP3 und Audio. Also bin ich als erstes mal davon ausgegangen, ja, ich kann hier mit diesem Programm Audiodateien bearbeiten. Ja, was heißt bearbeiten? Ich stelle mir unter Bearbeiten vor, schneiden, Effekte, mehrere Spuren, so wie vielleicht auf Audacity oder ja, sowas in der Art. Hier gibt es nur eine einzige Sache, die man machen kann. Bei Eingabedatei, ja, sucht man sich die Audiodatei heraus, die man bearbeiten möchte. Und das Einzige, was man hier machen kann, ist diese Audiodatei schneiden. Das heißt, ich setze hier einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und zwischen diesen zwei Punkten schneidet mir das Programm die Audiodatei heraus und speichert diese. Das war's. Also ich bin noch nicht wirklich drauf gekommen, für was man dieses Programm nutzen könnte, denn wenn man schon Audio schneiden möchte, für Filme oder sowas, hat man meistens ein Videobearbeitungsprogramm. Und egal welches Videobearbeitungsprogramm man hat, jedes dieser Programme, auch wenn es gratis ist, kann eine Audiodatei schneiden. Aber ja, wie schon gesagt, das ist nur meine Meinung. Vielleicht sagt wer anderer was anderes. Was ich relativ gut finde, dass es hier in diesem Programm recht viele Sprachen gibt. Also ich glaube, es gibt alle Sprachen, eben von Englisch zu, ich würde jetzt mal raten, Chinesisch. Also hier braucht man sich wirklich nicht, keine Sorgen machen, aus welchem Land man kommt. Hier hat man auf jeden Fall seine Sprache. Ja, recht viel mehr gibt es auch über dieses Free Studio nicht zu sagen. Vielleicht noch was, ungefähr 80% dieser Programme, wie schon gesagt, das sind 51, 80% circa sind Konverter. Also ich klicke jetzt einfach mal hier auf DVD und Video. Hier haben wir einen Konverter, 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 Konverter. Das ist eigentlich auch ein Konverter, das auch. Ja, das eigentlich auch. Und das auch. Wir haben hier überall Konverter. Sogar bei den Bildern haben wir Konverter. Überall dieses Free Video To. Das ist alles, was man zu etwas umwandeln kann oder in etwas umwandeln kann. Es sind alles Konverter. Und wirklich 80% dieser Programme sind Konverter. Ungefähr 60 Programme hier finde ich, also 60% der Programme finde ich sinnlos, weil man sie nicht nützen kann. Ich meine, es gibt jetzt so Sachen hier, dieses Audio-Konverter finde ich gut. Das kann man immer brauchen, überhaupt, wenn man Apple-Geräte hat, die mit, ja, mit einem anderen Dateiformat arbeiten. Hier bei YouTube eben dieser Free YouTube zu MP3. Es gibt ein paar gute und der Rest ist wirklich, ja, sinnlos. Aber jetzt mal, was sind die positiven Aspekte? Zum einen, wie schon gesagt, finde ich es wichtig, wie ein Programm ausschaut. Und Free Studio an sich, also dieser Manager, sieht extrem schön aus, sehr schön gestaltet. Und auch dieses Intro, was man hier am Anfang hat. Ist sehr schlicht und schön gestaltet. Das ist mal ein Pluspunkt.
Der nächste Pluspunkt hier ist, es gibt einige sinnvolle Konverter. Zwar nicht viele, aber ja, einige. Der nächste Pluspunkt ist diese YouTube-Kategorie, weil eben diese Kategorie hat meiner Meinung nach die meisten nützlichen Programme. Und es gibt hier eine eigene Kategorie mit Apple-Geräten, da einfach der Umgang mit Apple-Geräten immer extrem, ja, schwierig ist, überhaupt wenn man vielleicht einen Windows-Computer hat oder überhaupt einen PC hat und auf der anderen Seite vielleicht ein iPhone oder ein iPad oder was auch immer. Diese Konverter sind auch wirklich extrem hilfreich, überhaupt wenn man Apple-Geräte hat. Oder was? Eigentlich nur, wenn man Apple-Geräte hat, sonst macht das keinen Sinn. Aber ja, das waren mal auch schon die positiven Aspekte von FreeStudio. Die negativen Aspekte, ich habe es irgendwie beim Positiven schon gesagt, es sind fast nur Konverter. Es gibt 80% dieser Programme sind Konverter und ich brauche nicht so viele Konverter. Aber naja. Dann der nächste negative Punkt ist das Design der Programme an sich. Finde ich grauenhaft. Aber wenn man ehrlich ist, braucht man auch das Aussehen dieser Programme nicht wirklich berücksichtigen. Ich finde es halt wichtig. Aber naja. Und manche Programme sind einfach sinnlos. Wie schon gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist dieser Free Audio Dub. Ja, keine Ahnung. Ich weiß eigentlich nicht, was ich dazu sagen soll. Das Ding finde ich Hammer, dass man das auch als Programm zur Verfügung stellt. Aber naja. Wie schon gesagt, was ich euch wirklich empfehlen würde, es ist gratis. Jedes dieser Programme ist gratis und ist einzeln zum Download verfügbar. Ladet euch nicht diese ganze Free Studio Paket herunter. Das ist meiner Meinung nach sinnlos. Sucht euch wirklich die besten Programme heraus auf der Homepage von DVD Video Soft und ladet euch die wichtigen Programme, die ihr braucht, einzeln herunter. Das ist meiner Meinung nach die beste Vorgangsweise. Und jetzt zur Bewertung. Ich habe mir hier für mein Review ein Sternchen- und Punktesystem überlegt. Zum einen Preis-Leistung. Ja, es ist gratis, deswegen auf jeden Fall 5 von 5 Sternen, weil mit Gratis-Programmen kann man nie etwas falsch machen, ausprobieren und wenn es einem nicht gefällt, wieder deinstallieren. Möglichkeiten. Ja. Das war meiner Meinung nach schwer. Ich habe jetzt hier 4 von 5 Sternen hergegeben. Es sind trotzdem 51 Programme, also viele Programme. Aber da ja einige Programme doch sinnlos sind, gibt es einen Sternabzug. Dann Level. Damit meine ich, ist es zu kompliziert gestaltet, zu langweilig? Ja, wie sind die Ansprüche? Und hier bekommt dieses Programm 3 von 5 Sternen. Nutzen. Ja. Zu viele Konverter und wie schon gesagt, schon oft gesagt, einige sehr sinnlose Programme. Deswegen auch hier nur 3 von 5 Sternen. Und der Look für Free Studio an sich, für dieses Paket, würde das Aussehen, also der Look, auf jeden Fall 5 Sterne bekommen. Da aber hier in diesem Paket auch noch Programme drinnen sind, und zwar 51 Programme, und alle Programme nicht wirklich, ja, ansprechend aussehen oder designt sind, auch hier gibt es nur 3 von 5 Sternen. Und das Ende 18 von 25 Sternen und das ist die Gesamtnote befriedigend, also ein Dreier. Wie schon gesagt, meine Empfehlung, geht auf die Homepage, sucht euch die besten Programme heraus, die für euch am besten und am nützlichsten sind und ladet euch die Programme einzeln herunter und nicht das ganze Free Studio. Ja, ich hoffe, euch hat mein Review gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche für ein anderes Review oder für ein Tutorial, einfach in die Kommentare schreiben. Wir würden uns sehr freuen über Abonnenten oder Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Mal.